Samstag, 13. Mai 2023 und damit herzlich willkommen zum nächsten Start im Vlog, zum vorletzten Heimspiel auf dem Betzenberg. Der erste FC Kaiserslautern empfängt heute bei bestem Fußballwetter die Gäste von der Alm. Wir spielen heute gegen Arminia Bielefeld. Mein Tipp fürs Spiel: Es wird auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel. Wir tun uns gegen Gegner, die oben mitspielen, immer relativ einfach und gewinnen. Gegen Gegner, die weiter unten in der Tabelle sind und ganz dringend Punkte brauchen, wie die Arminia sie definitiv braucht, tun wir uns schwer. Trotzdem mein Tipp: ein deutliches 3:1 am Ende. Ganz besonders freue ich mich heute auch auf den sogenannten Legendentag, denn exakt vor 25 Jahren ist es passiert. Der 1. FC Kaiserslautern ist bisher als erster und vermutlich auch wird es nicht mehr geändert werden, als Aufsteiger deutscher Meister geworden. König Otto mit einigen auserwählten Spielern werden heute wahrscheinlich eine Ehrenrunde laufen. Das wird auch sehr, sehr geil. Bevor ich euch allerdings wie gewohnt mit hoch auf den Betze nehme, gibt es noch ein, zwei Grüße auszurichten. Zum einen grüße ich Philipp Sergio Koch vom VfR Kaiserslautern aufgrund seiner Snapchat-Videos und ganz besonders die zweite Mannschaft des VfR Kaiserslautern. Morgen wichtiges Spiel. Ich hoffe, Ricky hat gut geschlafen und trifft morgen genau die gleichen Bälle wie gestern im Training, du alter Trainingsweltmeister. Und passend zu dem Gebäude im Hintergrund grüße ich die 3B der Römschule Kaiserslautern unter der Leitung von Frau Scheib. Spielt voll auf Sieg. Die wollen auf jeden Fall 3 Punkte holen oder die müssen eigentlich 3 Punkte holen. Und deswegen wird es, glaube ich, ein sehr offenes Spiel und mit viel Action, viel Tore. Und deswegen sage ich heute 3:2, weil der FCK wahrscheinlich wie immer in Rückstand gerät, nochmal Vollgas gibt, die Mentalität dabei ist, die Fans wieder kommen und dann gewinnen wir am Schluss noch wahrscheinlich in der 91. Minute wieder die 3:2. Ich hoffe mir eine tolle Stimmung auf dem Betze. Ich war noch nie dort und hoffe auf ein 3:2 für uns Auswärtssieg. So, hier haben wir den Bäcker des Vertrauens, Michels Brotkorb. Immer besuchen, gibt immer was aufs Haus. Außer für die Scheibe. Was tippst du fürs Spiel? 0:2. Oh, hier ist das Maria. Dann wolltest du wissen, oder? Thank you.
Wieder bleibt in der Klasse. Prost.